Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht im Titel schon sehen konntet, ist es heute das Video zu meiner Schminksammlung und zu meiner Schminkaufbewahrung. Ich möchte vorab ganz, ganz wichtig an alle Leute da draußen einen Appell schalten. Und zwar ist mir das ganz, ganz wichtig, das ist mein Hobby und es ist wirklich viel, viel Schminke, die ich mir wirklich über mehrere Jahre auch wirklich angesammelt habe. Es ist einfach eine pure Leidenschaft, ob man es braucht oder nicht, sei dahingestellt. Es ist meine Leidenschaft, das wollte ich einfach nur mal loswerden vorab. So, meine Süßen, als allererstes habe ich, glaube ich, den YouTuber-Tisch schlechthin. Ich glaube, jeder YouTuber, den ich kenne, hat diesen Schminktisch. Und zwar ist es der von Malm, also wirklich alles, was hier steht, ist, glaube ich, ausschließlich nur von Ikea. Werde ich auch alles unten in die Infobox verlinken. Mein Tisch sieht nicht so aus wie alle anderen, nicht so pur weiß, denn ich dachte mir, hey, wie kann man den dann so ein bisschen personalisieren? Und da haben wir einfach eine schöne Folie designt, wo wir die ganzen Schminkmarken, die man da drauf sehen kann, einfach schön platziert. Dann gehört zu meiner Schminkaufbewahrung noch meine zwei beiden Alexe, die man links und rechts sehen kann. Dann habe ich oben hier mein Regal, wo ihr schöne Parfüms von mir sehen könnt. Viele von diesen Dupes von Larif habt ihr in meinen beiden Videos auch gesehen. Verlinke ich gerne auch nochmal für euch. Ja, dann haben wir hier so einen schönen Schminkspiegel. Den habe ich bei Lidl gekauft. Ich glaube, auch so ziemlich jeder YouTuber hat diese wunderschönen Blumentöpfe von Ikea, wo man prima seine ganzen Pinsel aufbewahren kann. Was für Pinsel ich so habe und wirklich coole Pinsel, die ich auch finde, sind unter anderem hier von Real Techniques zum Beispiel. Also ich finde diesen Buffing-Pinsel echt richtig schön. Dann benutze ich auch super gerne einfach mal hier solche Pinsel, die einfach nur von Ebelin sind. Also die kann ich super doll empfehlen. Ja, ich habe super viele Pinsel, viele sind ungewaschen, aber welche Pinsel auch wirklich der Hammer sind, die muss ich einfach mal zeigen. Sind diese coolen mit den Einhörnern, habe ich auch ein Video zu gemacht, meine Süßen. Eine wunderschöne Lampe, die hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt mit meinem eigenen Logo, also auf die bin ich super, super stolz. Ja, dann haben wir hier einen Acrylbehälter für meine Paletten. Das Regal ist, wie gesagt, ist auch von Ikea. Dann haben wir auf der anderen Seite, wo noch weitere Parfüms von mir zu sehen sind, die wunderschönen YouTuber-Parfüms, hier oben einmal. Diese Etagere haben wir auch von Ikea. Leute, ich bin Ikea-süchtig, merkt man, glaube ich, gar nicht. Dann habe ich hier noch zwei Spiegel stehen. Einmal mein Wandspiegel, den habe ich ebenfalls von Ikea. Und auch diesen wunderschönen Standspiegel. Also ich finde, man kann da sich wirklich super drin sehen und auch super drin schminken. Denn den verwende ich immer, wenn ich ein Schminktutorial für euch mache. Hier einmal zur Beleuchtung. Sowas habe ich nämlich auch gesehen bei der lieben Dagi B. Und deswegen musste ich das auch direkt mal haben. Weil ich finde, sie macht super, super, strahlt sie einen an. Also eine bessere Beleuchtung kann man sich nicht wünschen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch einen wunderschönen Hocker, der ebenfalls von Ikea ist. Ist natürlich auch ein bisschen älter schon das Ganze, genau wie mein Schminktisch. Um die 6 Jahre. Aber den kriegt ihr halt immer noch. Wie gesagt, der kostet 89 Euro. Ich finde den wirklich mega toll. Deswegen glaube ich, würde ich mir den auch beim nächsten Mal wieder kaufen, wenn der kaputt geht. Aber Gott sei Dank funktioniert er noch. Jetzt kommen wir natürlich zum spannenden Teil, zu meinen wunderschönen Paletten. Und zwar sind das einmal diese ganzen tollen. Hier meine neueste Errungenschaft, die Mrs. Bella Palette. Ich finde nicht nur das Design richtig schön, sondern auch die Farben, die zeige ich euch natürlich einmal. Könnt ihr einmal so aufklappen. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Ich glaube, gefühlt zu allen Produkten, die ich euch zeige, habe ich ein Video gemacht. Hahaha. Ich finde wirklich die Pigmentierung super und vor allem für jedermann was dabei. Also für 17,50 Euro, also für den Preis, kann man echt nicht meckern. Mit einem kleinen Spiegel dabei. Also ich kann diese Palette wirklich nur empfehlen. Zu meinen absoluten Schätzen gehört natürlich auch die Urban Decay Naked Eyes. Noch nicht so oft benutzt, weil die noch relativ neu ist. Dann haben wir natürlich auch die Naked 2. Sieht so aus. Also den Unterschied, sage ich mal, finde ich jetzt nicht, ist nicht so groß. Aber da hat wahrscheinlich auch jeder eine andere Meinung. Also das sind die Naked 2. Dann habe ich hier noch die Naked 3 Palette. Die sieht einmal so aus zu den Farben. Also das ist meine absolute Lieblingspalette hier von den Naked Paletten. Also kann ich nur weiterempfehlen. Gibt es kein Wenn und Aber.
Und wenn wir schon mal bei diesem Palettenständer sind, habe ich natürlich jeweils die Dupes auch dazu. Das sind die von W7. Hier einmal die In the Buff, die sieht so aus. Ich zeige euch aber nur die Cover, weil die Farben sehen genauso aus. Dann habe ich die In the Nude, ist von der Naked 3 das Dupe. Und natürlich die letzte, und zwar ist es die In the Buff. Das ist dann einmal das passende Dupe zur Naked 2 Palette. Dann habe ich hier noch wunderschönes von Benefit. Hier sieht man noch einen kleinen Pinsel. Wie gesagt, ein süßes, süßes Accessoire, deswegen musste das hier stehen. Und was habe ich hier noch? Gerade zwei aktuelle Schäume von Balea. Das sind Handschäume. Die kann ich euch auch übrigens nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zu meinem ersten Alex und zur ersten Schublade. Hier befinden sich meine ganzen Lippenprodukte. Hier habe ich einen Lippenstift, den gehyptesten, glaube ich, überhaupt, der Velvet Teddy. Wer den noch nicht kennt, der sieht so aus. Swatchen tue ich auch einmal für euch. Sieht einmal so aus. Also ein super Ton, passt wirklich zu allem. Das ist auch mein einziger MAC-Lippenstift, aber dafür auch was ganz Besonderes. Dann habe ich hier so ein paar von NYX. Dann habe ich hier ein paar Produkte von Maybelline New York. Also die sind auch super schön. Hier so ein pinker. Kann ich auch nochmal swatchen für euch. Ein super schönes Pink. Och, ich habe so viele Lippenstifte, Leute. Ich weiß schon am besten gar nicht, welchen ich jeden Tag tragen soll. Ich suche mir immer willkürlich einen aus. Dann habe ich, meine neueste Errungenschaft ist hier von Trend It Up. Der ist auch mega schön, der schimmert so ein bisschen. Kann ich euch auch mal swatchen, sieht so aus. Also so zwischen Peach und Rosa, sehr, sehr schön. Dann habe ich auch einen ganz witzigen mit diesem Design. Finde ich auch mega geil. Der gibt eigentlich nur ein bisschen Farbe ab und hat hier so eine coole Blume. Der ist auch richtig toll. Der, sieht man, gibt kaum Farbe ab. Was habe ich denn noch hier Schönes? Ganz viel habe ich hier von Benefit, und zwar diese zwei Produkte. Es waren halt unter anderem hier in meinem Book drinne. Ich habe auch so einen süßen Kopf von Benefit, den zeige ich euch auch nachher einmal. Dann habe ich hier noch Bene Balm, die sehen dann so aus. Ein bisschen rötlich, geht auch ein bisschen Farbe ab, auch sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich hier noch was von NYX drinne. Den habe ich von NYX und den hier. Und den, da, die kann ich übrigens wirklich jedem empfehlen. Also vom Preis her. Diesen Satz werdet ihr ganz oft heute von mir hören, also nicht wundern. Die finde ich auch mega schön, die Produkte. Dann habe ich hier zwei Lippenbalsam von Balea DM. Der ist auch sehr schön. Diese Verpackung ist halt auch weiß, aber die sind auch super für 65 Cent. Dann habe ich noch zwei Baby Lipsticks. Einmal hier so einen pinken. Benutze ich jetzt nicht so oft, aber ich finde die total schön. Ein ganz pinken, der ist richtig pink auf den Lippen. Zu dieser Aufbewahrung muss ich euch einmal sagen, ich habe mir viele, viele Schminkvideos angeguckt und dachte, Mann, es muss doch etwas geben, was diese schönen Schubladen wirklich optimal aufteilt. Ich habe bei einer amerikanischen YouTuberin solche ähnlichen Boxen gesehen, aber die verschicken leider nicht nach Amerika. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, eine so eine Box, $5. Never. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, wurde im Bauhaus fündig und habe diese tollen Boxen gefunden. Werde ich, wenn es möglich ist, auch gerne einmal verlinken für euch. Zeige ich natürlich auch mal so, wie man die verschieben kann oder einteilen kann. Also habt ihr hier so eine kleine Box mit einer mittleren, dann habt ihr kleinere Boxen. Zwischen 1 und 2 Euro kosten diese ganzen Boxen, also jeweils. Und das Schöne ist, es ist ein dauerhafter Artikel im Sortiment, also man ist auch nicht gebunden, das sofort alles zu bestücken. Deswegen, nach und nach habe ich mir diese ganzen Boxen gekauft und wenn ich jetzt noch eine brauche, kann ich zum Bauhaus fahren. So, hier hinten haben wir dann noch jede Menge Lip Liner. So ein schönes Lila. Finde ich auch mega cool zum Rausdrehen unter anderem. Dann habe ich hier einen von NYX. Der sieht dann so aus. Also auch wirklich sehr, sehr schöne Stifte. Dann habe ich davon eigentlich gar nicht so viele, weil so viele Lip Liner benutze ich gar nicht. Also das sind alles meine. Dann habe ich hier noch ein, zwei, drei insgesamt. Zeige ich euch auch gerne mal. Die sind alle von Essence. Die kann ich mega empfehlen. 95 Cent kosten die aktuell, soweit ich weiß. Die sind auch mega schön. Der beste Stift von NYX ist zum Beispiel der Wonder Pencil. Ihr könnt den zum Kaschieren benutzen. Dieser Stift ist wirklich klasse.
Den muss ich mir, glaube ich, nochmal kaufen, weil der einfach so schön ist. Dann habe ich, was habe ich hier noch Schönes? Welchen ich auch wirklich empfehlen kann, sind die von Manhattan. Die haben echt eine richtig coole, präzise Spitze. Mag ich auch super gerne. Ja, mein Hündchen ist hier auch so ein Lipgloss zum Beispiel. Der sieht auch richtig cool aus. Dann habe ich von der Glossy Box hier so ein Lippenbalm. Einmal diese Form. Kennt ihr auch alle. Gibt es unter anderem natürlich von Eos. Der sieht dann so aus. Aber im Original Eos habe ich nur diesen hier. Jetzt kommen wir zu meinen restlichen Paletten, die ich so besitze. Als allererstes natürlich die Ultimate Basic von Naked. Die ist mega schön. Vor allem guckt euch das mal an. Sind das nicht geile Farben? Einfach mal, weil sie auch matt sind. Also ich liebe diese Palette. Ist auch relativ neu. Finde ich echt richtig schön. Dann habe ich hier von Essence, konnte man sich so eine Paletten zusammenstellen. Must-Haves-Paletten unter anderem. Ich habe mir die so zusammengestellt, dass ich hier Lidschatten habe. Hier sind Lippenprodukte und auch Blushes. Dann habe ich, glaube ich, die gehyptesten Paletten überhaupt. Und zwar unsere Highlighter-Paletten. Einmal die erste, das ist die gehypteste von beiden, soweit ich weiß. Muss ich auch sagen, hat auch verdient, gehypt zu werden. Dann habe ich die meine neueste Palette, deswegen habe ich die noch gar nicht benutzt. Auch wirklich super schöne Farben. Kann ich euch auch mal swatchen, dieses Gold. Man sieht das, glaube ich, jetzt gar nicht. Also doch, es schimmert wirklich super in Gold. Ja, Leute, dann wisst ihr, was ich das nächste Mal auftrage. Dann habe ich noch zwei Paletten hier von Maybelline New York. Einmal die Blush Nudes und einmal die 24 Karat Nudes. Immer passend mit dem Spiegel, also mit dem Spiegel. Ne, mit dem Spiegel nicht, aber mit dem Pinsel. Super schöne Farben, aber muss ich zugeben, benutze ich nicht so oft. Also vielleicht zwei, dreimal. Dann kommen wir schon zur Karat Palette. Die sehen so aus. Wie gesagt, auch die Pigmentierung da ist wirklich für kleines Geld super, kann ich nicht anders sagen. Das ist hier einmal eine super Drogerie-Palette, ist ein Dupe zur Anastasia Beverly Hills Palette. Und zwar die Pigmentierung auch hier, muss ich sagen, ist nicht die allerbeste. Deswegen war einfach nur eine Palette, die ich mir kaufen musste. Wegen dem Einhorn natürlich. Gibt es auch in meinem Einhorn-Haul zu sehen, in meinem ersten. Dann meine allererste Palette von Urban Decay. Das ist eine Limited Edition, die Weißpalette. Auch wieder mit einem riesen Spiegel. Könnt ihr hier einmal sehen. Super schöne Farben, also wirklich für Halloween-Make-up oder auch für einen super Alltagslook. Und das Schöne ist, es ist ein richtig cooler Pinsel mit beigelegt, also bei allen Urban Decay-Paletten. Ich finde diese Pinsel wirklich mega schön. Die kann man echt super waschen wie alle anderen und haben wirklich eine hohe Qualität. Also ich finde die toll. Und das Ganze für ungefähr 65 Euro, alles zusammen. Nicht schlecht. Was habe ich hier denn noch für schöne Paletten? Das ist einfach nur eine leere Palette von den My Must-Haves Palettes. Dann habe ich Flameless. Die Flameless Palette von Revolution. Sieht dann einmal so aus. Super schöne Farben auch, kann ich nicht anders sagen. Also ist auch meine erste von Make-Up Revolution, aber nicht meine letzte. Die absolut beste Palette von NYX ist für mich einfach die Contour- und Highlighter-Palette. Das ist einmal diese hier. Für um die 20 Euro, muss ich sagen, hat sie es echt verdient. Die benutze ich fast ausschließlich. Und wie man sieht, diesen Highlighter wird auch oft von mir genutzt. Zu guter Letzt habe ich hier noch zwei Paletten für euch. Und zwar meine allererste Palette von BH Cosmetics. Die ist, glaube ich, schon 5 Jahre alt, aber immer noch eine Palette, die ich echt über alles liebe. Hier habe ich einmal meine ganzen bunten Farben, also die ist ein bisschen aufdringlicher. Und das Schöne ist, hier unten drunter habt ihr das Ganze nochmal. Wie gesagt, ein bisschen älter ist sie, wie man sieht, aber auch gerne benutzt. Dann habe ich noch eine kleine Mini-Palette von NYX für euch. Und zwar ist es diese hier, die habe ich auch relativ neu. Das Schöne ist hier mit dem Schleifchen, auch richtig süß. Die sieht dann einmal so aus, also ein bisschen mit dunklen Farben. Hier so ein schönes Rosa, kann ich mal hier swatchen. Vielleicht erkennt man das ja so ein bisschen. So, hier habe ich meine Mono-Lidschatten. Hier ganz viele von Kiko. Dann habe ich welche von Essence. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viele, weil ich ja die ganzen Paletten habe. Das sind so die von Kiko und Essence. Dann habe ich den von Catrice, finde ich auch sehr schön, das Gold.
Dann habe ich hier so einen ganz tollen von Manhattan. Den habe ich auch schon ewig, aber den kann man prima zu den Looks benutzen. Also auch den kann ich mal swatchen für euch. So ein cooles Weiß. Also ein geileres habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Welche Lidschatten ich auch richtig gern habe, sind diese vier von Wet n Wild. Hier ein paar Glitzerpartikel. Ach, hier habe ich noch ein paar mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele ich davon habe. Hier ein paar glitzernde, hier ein paar normale. Die sollen wiederum auch Dupes zu der Marke von MAC sein. Also MAC Dupes finde ich auch nicht schlecht. Ja, dann habe ich hier noch ein paar von Essence. Sind auch ganz, das war auch eine LE, die Metal Glam. Habe ich drei Stück, nee, sogar vier Stück von. Ja, und hier noch einer von Essence. Also wieder so viele Monolidschatten habe ich gar nicht mehr. Die habe ich auch schon ewig. Dann habe ich richtig tolle Dupes von den Kylie Jenner Lipsticks. Das sind die ganzen. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, meine Süßen. Die finde ich mega schön. Das sind 16 an der Zahl. Also die kann ich auch immer weiterempfehlen. Welchen ich aber nicht empfehlen kann, ist natürlich dieser hier. Weil ich weiß eigentlich nicht, wann man den tragen soll. Aber gut. Die absolut beste Mascara, finde ich, ist die Roller Lash. Nicht nur von der Farbe, sondern auch von diesem kleinen Bürstchen. Also die finde ich mega schön. Würde ich mir auch wirklich kaufen. Nochmal, weil eine bessere High-End Mascara habe ich echt noch gar nicht gesehen. Welche, was ich auch noch sehr schön finde, ist hier das Dupe von der anderen Mascara von Benefit. Das ist hier die Absolute Lashes. Die hat auch so ein Bürstchen. Das Original zeige ich euch nachher nämlich. Das habe ich nämlich auch. Aber nur ein klein. So, dann habe ich hier noch von Urban Decay. Das ist hier so ein Lash Primer. Den finde ich auch richtig schön. Also wer seine Wimpern ein bisschen voller machen möchte oder auch ein bisschen länger, ist damit echt gut bedient. Also den finde ich richtig, richtig schön. Ansonsten, liebe Leute, habe ich hier gar nichts mehr drin. Jetzt kommen wir zu meiner heiß ersehnten Schublade von meinem Tisch. Zur Aufbewahrung hier, die beiden sind von Antonius und das ist das Set von Guten Morgen aus der Badezimmerreihe. Hier sieht man von A bis Z, hier sind so meine Highlighter-Produkte. Welcher Highlighter hier natürlich ein Must-Have ist oder mehrere Must-Haves. Der natürlich gehypteste überhaupt, der Mary Luminizer. Wer hat den eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Und natürlich den Regenbogen Highlighter. Also ich verwende gerne auch wirklich nur diese zwei Farben. Diese hier, weil das Blaue wirklich sehr, sehr blau ist. Das sind so meine Lieblingshighlighter. Dann habe ich hier natürlich noch ein paar, aber die habe ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich verwendet. Vieles ist auch aus der Glossy Box. Also ich habe da noch genug Highlighter, die ich da verwenden kann. Dann kommen wir mal zu dieser Schublade hier. Hier habe ich was fürs Color Correcting. Kann ich leider nicht vertragen. Deswegen habe ich es zwar noch aufbewahrt, aber diese beiden Paletten sind nicht oft verwendet worden. Dann habe ich hier einen Flüssig-Concealer, der ist von Lili Lolo. Aber wie gesagt, kann ich auch nicht mehr ab. Was ich euch empfehlen kann, ist die Camouflage Cream von Catrice. Die finde ich ist echt richtig, richtig schön, weil die für mich einfach so wichtig ist, nachdem ich immer solche Augenringe bekomme. Nur damit und mit ein, zwei Concealer kann ich das wirklich super verwenden und verdecken vor allen Dingen auch. Ein super, super schöner Augenlöscher ist der von Maybelline New York. Den kann ich euch auch wirklich empfehlen. Ich glaube, gefühlt sage ich das gerade 10-mal, aber es ist einfach so, die Produkte sind super. Hier ein richtig toller Camouflage Liquid Concealer, der ist auch von Catrice. Ja, hier, den ich gerne verwende, ist einmal hier der Matte Control Concealer. Der ist relativ neu, den habe ich nämlich von Dermacol. Deswegen ist in der Stiftform, finde ich auch sehr, sehr schön. Kann aber natürlich auch als Abdeckstift benutzen, also mit dem ist echt viel machbar. Ja, und natürlich der Fit Me Concealer. Den braucht man einfach, weil er toll ist. Ich habe mich einfach verliebt. Das ist das Kit nämlich. Hier einmal mit dem Highlighter und einmal mit dem Bronzer, wie gesagt, von Sleek. Wie gesagt, Leute, was hat man Besseres als ein Highlighter und ein Bronzer in einem? Und natürlich wieder mit dem Spiegel. Dann habe ich auch mir erst gerade gekauft. Und zwar den Honolulu Bronzer von W7. Der sieht dann so aus. Soll natürlich auch das Dupe zu dem
ja, alles geliebten Hula-Bronzer sein. Den haben wir in einer kleineren Ausführung. Der sieht dann bei mir so aus. Der ist nämlich in dem Set von dem Book mit drin gewesen. Dann habe ich hier zwei Flüssig-Bronzer. Die sind auch von Hula. Die waren auch in der Glossybox mit drin. Ja, dann kommen wir schon zu meinem Puder. Da habe ich eigentlich nur zwei Stück von Essence und hier das von Manhattan. Mehr brauche ich eigentlich gesagt gar nicht. Wenn man das hat, braucht man die nicht. Aber man trennt sich auch so ungern von Sachen. Hier sind dann meine ganzen Setting-Puder. Zum Beispiel dieses hier ist eines meiner neuen. Das ist ein Banana-Setting-Puder von der Glossybox. Dann habe ich hier von der LE The Little Beauty Angels drei verschiedene. Das kommt immer darauf an, welche Partie im Gesicht. Dann habe ich das ganz normale Stay All Day Fixing Powder von Essence. Dann kommen wir jetzt mal zu meinen Foundation. Ich habe hier zwar ein paar drinne, aber ich habe eigentlich nur zwei Lieblingsfoundation. Meine neueste natürlich, die hier von Dermacol. Die kennt ihr aus meinem Video schon. Und natürlich die von Bare Minerals. Was anderes braucht man alles nicht. Alles andere, was ich hier habe, das von das Acne Cover von Dermacol. Nicht raustrauen, nehme ich das gerne. Ansonsten zu den beiden habe ich nicht wirklich getestet. Also unwichtig. So, dann habe ich hier meine weiteren Lippenprodukte, die da hinten nicht mehr reingepasst haben. Hier habe ich zwei Lipglosse von Kiko. Dann zwei Lippenstifte von Kiko. Die sind auch sehr, sehr schön von Catrice. Das sind die Beautifying Lip Smoother, sind auch sehr, sehr schön. Ja, hier so verschiedene andere Lipsticks. Und vor allem der wieder von NYX, der ist auch sehr, sehr schön, dieses Braun. Hier sind meine ganzen Beauty Blender und Schwämme, die ich so gern verwende. Und sind eigentlich relativ alle sauber, habe ich erst gerade geputzt. Dann habe ich hier meinen Anspitzer von Catrice. Dann habe ich hier so einen tollen Lidschatten. Der ist von Kiko Cosmetics, auch sehr, sehr schön. Der ist wieder von der Glossybox. Habe ich auch ein ganz, ganz tolles Pigment. Dann habe ich hier ein paar Augenbrauenstifte hier. Welchen ich super gern verwende, ist der von Urban Decay mal wieder. Und aber auch von Essence, also den mag ich auch super, super gerne. Das ist der Eyebrow Designer, den finde ich auch sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir mal zu meinen ganzen Eyelinern. Hier habe ich einen von Kiko. Meine beiden Favoriten sind diese beiden. Der ist aus der Glossy Box, den finde ich echt mega Hammer. Und natürlich den hier von Maybelline New York, den muss ich auch nochmal haben. Der ist sehr, sehr schön. Ein paar andere Stifte habe ich noch und zwar sind das Kajalstifte. Jetzt habe ich noch zwei Primer, liebe Leute. Der ist auch aus der Glossy Box. Den von Catrice, der ist auch schön. Und hier eine kleine Probe von Benefit, auch sehr, sehr schön. Hier habe ich meine ganzen Blushes drinne. Auch mein neuester von Sleek, auch eine sehr schöne Farbe. So ein peachiger Ton, also versuche ich nochmal zu swatchen. Auch sehr, sehr schön. Der schimmert und glitzert so rosgold ein bisschen. Dann habe ich natürlich wieder einen von Benefit. Der ist auch sehr, sehr schön. So ein leichter Ton, also für den Alltag super geeignet. Mein Lieblingsblush ist und bleibt der von Milani. Ich liebe diesen, warum auch immer, aber der hat es mir einfach ankannt. Ich liebe ihn. Ich muss ihn mir nochmal bestellen. Dann habe ich natürlich noch hier so eine zwei Sticks. Die sehen dann so aus. Kann man hier rausdrehen. So zum Beispiel. Den seht ihr auch ganz oft in meinen Videos, weil ich den immer wieder verwende. Ist wieder, wie gesagt, auch aus der Glossy Box. Dann habe ich hier so zwei von, nee, sogar drei von Essence und noch einen vierten und einen fünften. Also Essence Blushes gehen immer, deswegen müssen die auch mit. Und natürlich noch einer von Essence. Wie ihr seht, habe ich nur Essence Blushes fast, weil die einfach am schönsten sind. Jetzt kommen wir zu meinen ganzen Mascara. Und zwar habe ich die neue Mascara Volume Shake, die ist von Manhattan. Die hat so ein Bürstchen. Wie gesagt, habe ich gerade ganz, ganz neu zwei, dreimal verwendet, aber finde die mega, vor allem Shake, Shake, Shake. Dann habe ich hier noch ein, zwei tolle Mascara von Catrice. Das sind ja die tollen Glam & Doll Mascara, die kennt ihr auch aus meinen Videos. Dann habe ich hier noch eine von Catrice und dann habe ich hier noch gefühlte 10 Stück, also wirklich richtig, richtig tolle Mascara. Aber was bei dieser von Manhattan richtig cool ist, zeige ich euch mal das Bürstchen. Die hat einen morgendlichen Fresh-Effekt, also riecht ein bisschen nach Gurke, aber auch ein tolles Bürstchen und sehr, sehr schön von der Mascara her. Ja, ich habe super viele Mascara, warum auch immer, ich muss immer eine neue haben, obwohl ich gefühlt schon 30 habe. Hier das von Urban Decay mit der Kooperation von
Gwen Stefani. Und zwar haben wir hier einmal so einen dunkleren Ton und etwas helleren und hier auch so einen Primer so ein bisschen. Und im unteren Feld habt ihr richtig toll. Hier ein paar Pinzetten und auch Pinsel. Also die beiden Fächer sind echt, echt toll. Haben die echt toll gemacht. Und natürlich mein allererstes Augenbrauenpuder von Essence. Es ist toll. Ich muss es einfach haben. Und wie man sieht, benutze ich es immer noch gerne. Dann habe ich noch eine Probe von Gimme Brow. Das ist ja auch von Benefit. Habe ich auch in der Glossy Box gehabt. Auch super Produkt. Sollte ich mir, glaube ich, auch mal groß kaufen. Weil ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Und die besten Eyeshadow Base überhaupt sind die von Urban Decay. Ich habe ja gesagt, liebe Leute, ich liebe Urban Decay. Ich glaube, man kann es gar nicht sehen. Dann habe ich noch eine super Alternative zu den Urban Decay und zwar finde ich die von NYX auch sehr, sehr schön. So, meine Süßen, ich hoffe, der erste Teil meiner Schminksammlung hat euch gefallen, denn der erste Teil wäre mega lange weitergegangen, deswegen habe ich mir gedacht, lieber in zwei Teile aufteilen. Freut euch auf nächste Woche, meine Süßen, da gibt es nämlich Teil 2. Ich wünsche euch einen schönen Abend, meine Süßen, bis bald, eure Miss Pinkflower, bye bye! Everything changes.